Hallo liebe Nähfreunde, mein Name ist Elisa, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, was ich für Project Dresser Girl 2022 genäht habe. Ich habe schon in meinem vorigen Video über dieses Projekt gesprochen. Das ist eigentlich eine Näh-Challenge, eine solidarische Näh-Challenge, initiiert von Mari vom Kanal Mari Sews. Ich werde das Video hier oder vielleicht in der Infobox verlinken. Schaut euch das gerne an, dann habt ihr alle Infos. Und in dem Video habe ich auch meine Pläne mit euch geteilt. Ich habe drei Schnittmuster gezeigt, die man für das Project Dresser Girl verwenden kann. Und ich habe mich vor allem auf Schnittmuster konzentriert, die für größere Größen, also für ältere Mädchen, gedacht sind. Wie gesagt, schaut euch das vorige Video an. Und noch einen kleinen Hinweis auf das Outfit des Tages. Ich trage heute mein Ella-Kleid von Petitdou. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Jersey-Kleider, die ich genäht habe, oder überhaupt das erste, was ich mit Jersey genäht habe, schon einige Jahre her. Und mittlerweile habe ich eine ganze Kollektion von Ellas im Kleiderschrank. Ich glaube, ich habe mittlerweile 6 Stück davon. Und irgendwann bin ich sogar ein bisschen wagemutiger geworden und habe es versucht, aus gewebten Stoff zu machen. Ist daneben gegangen, aber ich habe es trotzdem getragen. Also irgendwie hat es trotzdem funktioniert, das zeige ich euch irgendwann mal. Aber ja, es ist eine meiner Lieblingsschnittmuster, das Ella-Kleid von Petitdou. Zurück zum Thema des Videos, Project Dresser Girl 2022. Was habe ich genäht? Ich habe es geschafft, 4 Kleider zu nähen. Es ist jetzt auch nicht die Welt, es ist nicht super, super viel, aber ich hatte auch nicht so viel Zeit zur Verfügung und deswegen ich habe mich entschieden, das positiv zu sehen, nicht immer das Negative zu sehen, sondern also jedes Kleid zählt und es ist eben für den guten Zweck und ich habe immerhin 4 Kleider geschafft in der Zeit, die mir zur Verfügung stand. Ich zeige euch die Kleider. Ich habe, wie gesagt, mich bewusst dafür entschieden, für größere, für ältere Mädchen zu nähen. Habe 4 Kleider, ein Kleid in Größe Mädchengröße 14, also 14 Jahre alt, dann 2 Kleider in Größe 12 und ein Kleid in Größe 10 genäht. Ich fange mit dem größten Kleid an. Also ich hatte große Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, welche Stoff ich nehmen soll. Und am Ende habe ich quasi mit dem kleinen Mädchen in mir drin gesprochen. Und wir haben entschieden, es ist doch egal, ob es mich als Erwachsener, ob mir das Design, der Stoff zusagt oder nicht, weil es ist letztendlich nicht für mich, ich soll es nicht tragen, sondern es geht darum, ob es geeignet für ein kleines Mädchen ist. Und das waren letztendlich alle, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Also hatte ich irgendwann, war meine Idee, ich nähe von jedem der gezeigten Stoffe ein Kleid. Es sind diesmal nur 4 geworden, aber das ist, finde ich, nicht tragisch. Also immerhin sind es 4 geworden. Also das erste ist in diesem, ich glaube, Petrol nennt man die Farbe. Also Petrol-Hintergrund und das Muster sind kleine Fliegen, genau, in Orange und Rot und ein bisschen Blau ist auch dabei. Ich habe ein Schnittmuster für alle 4 Kleider verwendet. Das ist das Peasant Dress von Jamie von der Webseite Scattered Thoughts of a Crafty Mom. Ich werde es in der Infobox verlinken. Und genau, ich habe 4 Kleider aus diesem Schnittmuster gemacht. Das ist das erste mit einer Tasche. Die ist obligatorisch bei Project Dresser Girl.
Dann habe ich aus diesen geblumten IKEA-Stoff, hatte ich euch erzählt, zwei Kleider in Größe 12. Das zweite. Hier ist die Tasche auf der anderen Seite. Und zuletzt habe ich ein Kleid in Größe 10 mit dem Muster. Das sind also dunkelblauer Hintergrund und ganz, ganz kleine Blümchen in Rot, Gelb und Weiß. Ich habe, wie gesagt, Taschen in allen vier Kleider genäht, also die sind drauf genäht. Es sind, vielleicht kann man es hier am besten erkennen, ganz, ganz wichtig ist, dass man hier und hier, wie man sieht, also oben, diese Nähte verstärkt. Ich habe das mit dem Knopflochprogramm meiner Nähmaschine gemacht. Also ein ganz, ganz kleiner Zickzack reicht auch. Das ist einfach, damit es ein bisschen verstärkt ist, damit es nicht so schnell auseinander geht. Genau. Und beim vierten bin ich ein bisschen kreativ geworden und habe hier eine Verzierung mit Kordel gemacht. Also ich habe Kordel, das hat einen bestimmten Namen, aber ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf Englisch ist es Piping. Ich habe einfach ein Stück dieses Stoffes, des Hauptstoffes, genommen, habe es in eine Kordel umgewickelt, also eine Naht dann gemacht und hier sind mit dem Roten hier verbunden. Ich finde, es sieht gut aus, aber ich wünsche mir, ich hätte es ein bisschen weiter unten platziert, weil dann würde man mehr von dem Roten hier oben sehen. Und ich finde, das würde so für den Kontrast würde es besser aussehen. Meint ihr nicht? Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den vier Kleidern, die ich genäht habe. Ich wünsche mir nur, dass ich, also ich fände es schön, wenn ich mehr geschafft hätte. Aber für die Challenge, für Maris Challenge, werden es nur vier. Aber es spricht nichts dagegen, weiterhin zu nähen und über das ganze Jahr dann Kleider zu nähen und zu spenden. Das werde ich auch machen. Ich bin jetzt in Kontakt mit Dresser Girl Portugal. Und wenn ich dann nach Hause fahre, also nach Hause fliege, meine Familie besuche, kann ich dann die Kleider, die ich bis dahin geschafft habe, dort abgeben. Ich werde Bilder der vier Kleider, die ich genäht habe, auf Instagram posten, damit Mari sie dann zu der Gesamtzahl der gespendeten Kleider addieren kann. Und hoffe sehr, dass sie das angepeilte Ziel von 1000 Kleider bei weitem überschreiten kann. Das wäre doch eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist, was ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht macht ihr auch bei der Challenge mit, dann würde ich mich freuen zu sehen, was ihr genäht habt. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert und meine Videos teilt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, freue mich auf das nächste Video. Bis bald, tschüss!